Einen wunderschönen Vormittag, ein herzliches Grüß Gott heute aus dem Skidorf Lackenhof am Ötscher. Grüß euch! Vielen herzlichen Dank. Wir haben immer Schnee, wohin man schaut, und wir wollen uns heute ausführlich über diesen Jahrhundertwinter in den Ibstaler Alpen unterhalten. Dann wollen wir Ihnen natürlich die Region näher vorstellen und wir schauen uns an, was sich touristisch hier alles tut. Dazu haben wir natürlich auch feine Musik mit dabei, die Kronwildkreiner aus dem Ibstal und die Trachtenkapelle Lackenhof. Und da geht's auch schon gleich los mit dem Alpskimarsch. Gute Unterhaltung! Bruder, meine Damen und Herren, war 1998 Juniorenweltmeister in der Abfahrt, erreicht im Weltcup 3 Podestplätze, musste dann 2011 aus gesundheitlichen Gründen zwar die Karriere an den Nagel hängen, aber für den Wintersport lebt sein Herz nach wie vor. Er ist der Geschäftsführer der Ötscherlift GmbH und Prokurist am Hochker. Schönen Vormittag. Servus, Andi. Schönen Vormittag, hallo. Sag mal, Schnee, 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 der Jänner war ja atemberaubend, möchte ich fast sagen. Hochker war ja Katastrophenschutzgebiet, war überhaupt 14 Tage geschlossen. Wie war es bei euch hier in Lackenhof? Ja, stimmt, der letzte Jänner, der wird uns noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Es war natürlich in sehr, sehr kurzer Zeit viele Niederschläge und natürlich mit sehr starkem Wind in Verbindung haben wir natürlich am Hochker ja, die allseits bekannten Bilder gehabt mit der Sperre über 14 Tage. Und in Lackenhof selber waren wir Gott sei Dank nur 3 Tage wirklich eingeschränkt im Betrieb, weil wir aufgrund der Lawinengefahr die Lift einstellen müssen. Wenn es so viel Schnee gibt wie heuer, nämlich in so einer kurzen Zeit vor allem, ist es für die Liftgesellschaft mehr Fluch oder Segen, mittel- und langfristig gesehen?
Nein, also der Schnee darf jetzt nicht zum Fluch werden. Also es waren sehr, sehr dramatische Bilder und Berichte natürlich, aber wir sind ein sehr bekanntes und schneesicheres Skigebiet und eine Wintersportregion. Und ich glaube, mit den Bildern danach haben wir das sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und der Februar war sowohl am Hochkar als auch am Ötscher sehr, 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 sehr gut. Und wir haben noch die laufende Saison und wir haben bis am 7. April Betrieb am Hochkar und bis am 17. da am 17. März da am Ötscher. Und wir haben noch ausgezeichnete Bedingungen für den Frühjahrskilauf. Ich selbst habe vor langer, langer Zeit in Lackenhof Skifahren gelernt. Das werden wahrscheinlich viele andere Niederösterreicher von sich auch behaupten. Warum soll man ausgerechnet zu euch Skifahren herkommen? Seid ihr prädestiniert auch für Familien? Auf jeden Fall. Also Lackenhof ist so ein klassisches Skidorf, wie man sich es nur vorstellt. Man hat eine relativ angenehme Anreise. Wir haben da das Tal, also der Ort liegt auf 850 Meter Seehöhe. Wir haben den kleinen und den großen Ötscher, wo wir jeweils auf 1430 Meter ungefähr unsere Bergstationen haben. Und ja, wir haben da ein kleines, liebliches Skidorf, wo man für Skialpine, Langläufer, Tourengeher, Schneeschuhwanderer, Winterwanderer alle möglichen Angebote haben und das macht Lackenhof aus. Jetzt hast du schon die Skitourengeher angesprochen. Meiner Meinung nach seid ihr der Vorreiter, wenn es darum geht, dass man die auch ein bisschen ins Boot mit hereinholt. Ihr habt ja sogar beschilderte Skitourenrouten. Stimmt, das Thema Skitouren beschäftigt ja nicht nur jetzt mich als Geschäftsführer, sondern wahrscheinlich an jeden Seilbahnbetreiber in ganz Österreich. Wir haben den Schritt vorausgemacht und haben aktiv das Thema in Angriff genommen, haben da eine eigens beschilderte Aufstiegsroute. Wir haben zwei Tourenabende gemeinsam mit dem Ötscher Schutzhaus, wo wir da einen super Kooperationspartner haben und natürlich jetzt dann als i-Tüpferl nächstes Wochenende dann eine große Veranstaltung. Apropos nächstes Wochenende, wie lange geht die Saison hier in Lackenhof? Wie gesagt, schon bis am 17. März haben wir da Saison und am Hochkar dann fahren wir einfach nur dann ein paar Wochen länger, da dauert es bis am 7. April. Sehr schön, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Andreas Buder. Danke, alles Gute weiterhin. Musikalisch geht es jetzt weiter mit den Goldmilchreinern, Musik und Sonnenschein und danach werden wir die Trachtenkapelle Lackenhof mit dem Marsch von Ernst Ecker, mein Lackenhof. Mancher möchte gern nach Tirol, wo die Berge sind, da fühlt er sich richtig wohl, freut sich wie Musik. Zu meinem Glück.
Das war der Marsch, mein Lackenhof von Ernst Ecker. Ja, Lackenhof am Ötscher, das ist eine Katastralgemeinde von Gamming im Mostviertel. Ich begrüße jetzt die Frau Bürgermeisterin Ati Gruber. Schönen Vormittag. Schönen Sonntagvormittag von unserer wunderschönen Gemeinde. Frau Bürgermeister, wie setzt sich denn die Marktgemeinde Gamming wirklich zusammen? Also wir haben 244 Quadratkilometer, das heißt, wir sind die zweitgrößte Gemeinde Niederösterreichs. Wir haben 9 Katastralgemeinden. Es ist schon sehr herausfordernd, aber natürlich auch sehr spannend und schön. Wir haben 2 Musikvereine, wir haben 4 Feuerwehren, wir haben eine Kartause Gamming, wir sind ein Gebirgsdorf, das heißt, wir haben 2 Privatbrauereien, einen tollen Naturpark, also wir haben sehr, sehr viel Angebot. Wenn wir jetzt ein bisschen über Lackenhof an sich sprechen, Lackenhof ist ja, sagen wir mal, klein, aber fein, oder? Wie viele Einwohner habt ihr da? Wir haben ungefähr 250 Einwohner, Hauptwohnsitze in Lackenhof und gleich viele Nebenwohnsitze. Also wir sind sehr klein, aber auch sehr fein. Der Ötschi überstrahlt quasi Lackenhof und auch die Region und wir sind sehr stolz darauf. Und vor allem in Lackenhof wird diese Gemütlichkeit großgeschrieben, diese Gemeinsamkeit, und das ist schon ganz was Tolles. Und die Einwohner hier, diese Hauptwohnsitze, die 250, sind die hauptsächlich auch mit dem Tourismus verbunden oder pendeln die alle aus? Wie schaut das aus? Ah, das ist ganz unterschiedlich. Sehr viele sind natürlich verbunden, wenn man so klein und fein ist, dann hat man immer irgendwas mit dem Tourismus zu tun, aber sehr viele pendeln natürlich auch aus. Sie sind die Vorsitzende der Lawinenkommission, der Jahrhundertwinter ist natürlich ein Megathema heuer, keine Frage. Wie hat es da konkret jetzt Entscheidungen, oder welche Entscheidungen mussten Sie treffen? Hat man auch in Lackenhof möglicherweise Sperren vornehmen müssen, evakuieren müssen? Also als Bürgermeisterin hat man unterschiedliche Rollen zu besetzen und Lawinenkommission ist eines. Wir haben eine tolle Lawinenkommission mit sehr gut ausgebildeten Fachkräften, wenn ich das jetzt so sagen darf, Bergrettung, Forstverwaltung, Ötscherlift und. Und wir entscheiden gemeinsam im Team. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und als Lawinenkommission-Vorsitzende sehe ich es meine Aufgabe, auch zu koordinieren. Natürlich muss man letztkonsequent Entscheidungen treffen, aber für mich ist auch ganz wichtig, dass die Mitglieder in Ruhe arbeiten können und auch, dass man die Presse außen vor hält. Der Jahrhundertwinter unter Anführungszeichen, wir sind sehr, sehr viel Schnee gewöhnt in Lackenhof. Das ist für die Bevölkerung an und für sich kein Problem. Der Wind war halt das Problem, und insofern, dass es viele Schneeverfrachtungen gegeben hat, aber wir haben das toll gelöst. Ein paar Häuser waren zu evakuieren, aber auch da waren die Bewohner wirklich ganz, ganz toll und es hat wieder alles funktioniert. Das passt schon so. Sehr schön. Wie oft kommen Sie privat zum Skifahren? Wie viel Zeit bleibt Ihnen da? Ui, mir bleibt leider nicht sehr viel Zeit. Ich hätte nur viel mehr Zeit übrig gerne für den Sport und leider nicht so oft. Ein bisschen mehr Zeit nehmen, Frau Bürgermeister. Einen großen Applaus für Renate Gruber. Dankeschön. Sora, hallo mein Schatz. Sie haben eine Polka gespielt von den Grombichtkreinern. Hallo, mein Schatz, ich hab dir einen kleinen Blumenstrauß geholt. Hab dich gern, hab dich lieb und bei dir fühl ich mich wohl. Deine Lippen so rot, deine Augen so braun, deine Haare wie Welt, so schön anzuschauen. Hallo, mein Schatz, ich hab dir einen kleinen Blumenstrauß geholt. Hab dich gern, hab dich lieb und bei dir fühl ich mich wohl. Deine Liebe zu mir, sie kann schön an mich sein. Glaube mir, du bist mein Sonnenschein. Hallo, mein Hey Schatz, ich hab dir einen kleinen Blumenstrauß geholt. Hab dich gern, hab dich lieb, und bei dir fühl ich mich wohl. Deine Lippen zu rot, deine Augen zu braun, deine Haare die Welt so schön anzuschauen. Hallo, mein Schatz, ich hab dir einen kleinen Blumenstrauß geholt. Hab dich gern, hab dich lieb, und bei dir fühl ich mich wohl. Deine Liebe zu mir, sie kann schön an dich sein. Glaube mir, du bist mein Sonnenschein.
gemeinsam singen, tanzen, haben eine schöne Zeit. Die Liebe, die uns heute verbindet, hoffentlich nie mehr verschwindet. Glaube mir, ich habe dich so gern. Die Trachtenkapelle Lackenhof mit dem Schneewalzer. Und ich begrüße jetzt bei mir Elisabeth Haberhauer, die Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Einen schönen Vormittag. Schönen Vormittag. Ich war gestern schon da Skifahren, habe einen herrlichen Tag hier am Lackenhof am Ötscher verbracht. Und ich muss ehrlich sagen, da hat es gewurlt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hat es ein Skirennen gegeben. Und zwar ein ganz besonderes. Was hat denn das mit euch zu tun? Wir haben heuer erstmalig einen Landesmusik-Skitag veranstaltet. Mit einem Musikanten-Skirennen, das aber nicht im Vordergrund stehen hat sollen, sondern eigentlich der Spaß und das Treffen untereinander unter die Vereine. Das ist total gut angekommen, es hat eigentlich ziemlich eingeschlagen. Danke nur mehr an alle, die da beteiligt waren, ohne Musikfreien Lackenhof, ohne Unterstützung vom Budan, die war das alles nicht möglich gewesen und herzlichen Dank nur mehr an alle. Ja, absolut. Es hat alles sehr professionell ausgeschaut. Und es war insofern auch ein sehr spannendes Rennen, denn es waren ja nicht nur Musikkapellen aus der Umgebung hier, sondern quer über Niederösterreich zum Beispiel. Ich zähl mal ein bisschen was auf. Wir haben es ausgeschrieben an alle 500 Vereine in Niederösterreich, was mich total gefreut hat. Es war Bruck an der Leiter, Bezirk Bruck an der Leiter total stark vertreten. Es war von Hornwehr da, es war Boden da. Lauter Vereine, die jetzt so wie Gebirgsvölker halt sind in Schnee gewählt. Aber total super und ich hoffe, dass wir es irgendwann wieder machen und dass dann nur mehr kommen.
Okay, und ihr habt euch auch was Schlaues überlegt, damit sozusagen die lokalen Matadoren jetzt nicht alles gewinnen. Nach welchem Prinzip habt ihr das Rennen dann veranstaltet? Wir haben das Rennen nach dem Prinzip veranstaltet, wir haben es nicht in Altersklassen eingeteilt, sondern in die Register, wo so ein Musikerbön halt hat. Auch die Marketenderinnen haben wir auch mit reingenommen, weil die auch total wichtig sind. Und dann haben wir nicht den schnellsten gewinnen lassen, sondern der dem Durchschnitt in sein Register am nähersten gekommen ist. Na, das ist schlau, das ist schlau. Und dann hat es eine Mega-Party gegeben, Après-Ski-Party hier im Zelt und natürlich mit der Siegerehrung. Das ist auch nochmal gut angekommen, könnte man vorstellen. Es ist total gut angekommen, es waren 39 Vereine da, wir haben insgesamt 600 Musikanten da gehabt und beim Rennen gestartet sind 360. Na, nicht schlecht, bist du gescheit, 360 Leute. Eins möchte ich Ihnen auch noch ansprechen, weil das hat gestern auch so eine nette Stimmung hier am ganzen Berg verbreitet. Die Ötscher Hüttengaudi, was genau war da am Programm? Ötscher Hüttengaudi gibt es schon seit einigen Jahren und wir haben sie da jetzt angeschlossen. Wir haben Vereine aus der Umgebung gefragt oder Gruppen aus der Umgebung gefragt, dass es auf die Hütten auch Live-Musik gibt, dass die Musikanten halt auch auf die Hütten bespaßt werden, jetzt unter Anführungszeichen. Und das hat super funktioniert, in den Hütten, vor den Hütten, und das ist, selbst wenn man am Lift noch oben gesessen ist, hat man die wunderbare Musik gehört. Ich sage vielen herzlichen Dank, Elisabeth Haberhauer, alles, alles Gute, einen großen Applaus für die Elisabeth. Und wir hören jetzt Tanz beim Dorfwirt, eine Wolke von Slauko Außenig, gespielt von den Kronwild. Jägern, Kreinern natürlich. Thank you.
Das war der Marsch von Hans Gensch, Musikvorhände gespielt von der Trachtenkapelle Lackenhof. Wir sind heute mit dem Frühschoppen zu Gast in Lackenhof am Ötscher. Und bei mir ist jetzt der Bürgermeister der Nachbargemeinde Göstling an der Ips, Friedrich Farnberger. Schönen Vormittag, grüß Gott. Schönen Vormittag da im Zelt und zu Hause an den Radiogeräten. Herr Farnberger, Sie sind der Obmann des Vereins Ipstaler Alpen, nachdem wir heute ja auch viele Zuhörer aus den anderen Bundesländern haben. Was gehört denn da alles dazu? Ja, mit den Ipstaler Alpen sind wir sehr bahnbrechend unterwegs. Da haben wir zum ersten Mal die Ortsgrenzen touristisch aufgelöst. Das heißt, die Orte der Stadt Weidhofen an der Ips, Ipsitz, Oppernitz, Hollenstein an der Ips, St. Georg am Reit, Göstling, Lunz und Gamming arbeiten da touristisch ganz eng zusammen. Wir haben wunderbare Mitarbeiter und die Kräfte wollen wir bündeln, um für die Gäste das Beste zu bieten. Was zeichnet die Region insgesamt aus? Weil das ist doch ein ziemlich weites Gebiet. Ja, wir decken eigentlich alles ab, was der Gast will. Wir erhalten auch die Tradition, sind auch für das Neue offen und sind natürlich mit allen touristischen Angeboten ausgestattet. Es ist auch bei uns mit dabei, das erste Mal grenzüberschreitend auch Landl mit der Infrastrukturgesellschaft. Also wir haben wunderbare Angebote, Sommer, Winter, kulinarisch und. Wir bieten den Gast das Beste, was man sich vorstellen kann. Bürgermeister sind Sie von Göstling, da gehört das Hochka dazu. Hochka war ja, ja doch eine ziemliche Zeit lang heuer im Winter in den Medien. Wie schaut es denn aktuell aus? Aktuell schaut es ganz super aus. Wir haben gestern die österreichischen Telemark-Meisterschaften gehabt und Genusswellen. Waren sehr viele Leute um einen. Also bei uns ist der Schnee bestens, die Pisten sind bestens präpariert. Bei diesen Schneemassen, was wir haben, Skifahren ist ein besonderes Erlebnis. Und wir haben ja noch bis 7. April geöffnet, unser Skigebiet. Und wir haben noch große Veranstaltungen wie den Dirndl-Skitag am 30. Wo alle Einlohner möchten, alle, was in Tracht kommen, bekommen günstigste Liftkarten. Wir haben auch noch die Masters-Finale Weltcup am Hochka. Wir haben die behindertenösterreichischen Meisterschaften am Hochka. Und nach Saisonschluss, nach dem 7. haben wir dann am 13. noch die Hochka-Challenge. Eine ganz besondere Herausforderung für die Sportler. Okay, jetzt muss ich gleich mal nachfragen. Genusswählen, was heißt das? Von Hütte zu Hütte und Schmankerl verkosten, oder wie? Also eine lässige Geschichte, Genusswählen, ja. Jeder Wirt hat seinen Winzer und es gibt die verschiedensten Stationen, es gibt auch dann Schmankerl kulinarisch noch dazu, also die Angebote sind sehr gut und ich habe mir selber, zu ein paar Wirten bin ich gekommen, alle habe ich nicht geschafft, aber das war ganz großartig. Okay. Und bei der Dirndl-Geschichte, Trachtengeschichte, sind Sie da auch dabei? Ich hoffe, dass das terminmäßig ausgeht, da möchte ich unbedingt dabei sein, das ist ein besonderes Erlebnis. Die Damen alle in Dirndl und die Herren, wenn es geht, in Lederhosen oder auch in drauf, ist auch ein ganz besonderes Erlebnis und ist ganz großartig für unsere Region. Das kann ich mir vorstellen. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Es liegen noch über 3 Meter Schnee am Hochka. Wie gesagt, ab 7. bis 7. April kann man es noch richtig schön ausnutzen. Danke, Herr Bürgermeister. Alles Gute. Danke. Haben wir vorhin schon den Schneewalzer gehört, jetzt gibt es von den Grobelkreinern den Walzer auf der Bergwiese. Thank you.
Das war die Trachtenkapelle Lackenhofen mit der Polka von der Seele von Matthias Rauch. Und bei mir begrüße ich jetzt den Geschäftsführer der Ipstaler Alpen, Herbert Zebenholzer. Schönen Vormittag, hallo. Ja, gleichfalls schönen Vormittag. Herr Zebenholzer, touristische Entwicklung hier in den Ipstaler Alpen, da tut sich einiges. Bleiben wir vielleicht einmal gleich bei den Bergen, Ötscher und Hochkar. Ich glaube, als Wintersportregion ist es aber unbestritten gut im Rennen. Gibt es absolut keine Diskussion, ja, sehr schneesicher, sehr viele Besucher, gibt ein paar kleinere Skigebiete noch in der Umgebung, die man natürlich auch nutzen kann, aber Winter ist ein Riesenthema. Ja. Wie schaut es jetzt im Sommer aus, wie kann man da Hochkar und Ötscher nutzen? Ja, wenn man da jetzt hernimmt in Ötscher, ist das hochalpine Wandern, Ötscher, der große Ötscher, weithin sichtbar in das Land. Hochkar mit dem Sky, mit der Sky-Tour, mit den Almen Erlebnisweg, das sanftere Wandern, dann die ganzen Berge in der Umgebung. Wir haben über 500 Kilometer Wanderwege in der Region, die top gepflegt sind für Familien und auch ein bisschen in das Hochalpine rein, also für jeden ein Angebot dabei. Jetzt im Winter sind die Hütten natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie schaut das im Sommer aus? Sind die dann auch bewirtschaftet? Ja, wir haben auch in der Region sehr viele Almhütten, Kiezhütte, Siebenhütte, Balfahrhütte, sogar länderübergreifend. Da am Hochkar das Schutzhaus, in Lackenhof das Schutzhaus. Also es sind sehr viele Almen, Hütten offen und laden natürlich ein. Ne? Jetzt gibt es nicht nur Touristen, die gern wandern, sondern die zum Beispiel auch gern Rahl fahren. Ist das hier in der Region auch möglich? Ja, auch ein tolles Angebot. Also wir haben über 300 Kilometer offene Mountainbike-Strecken, sehr gut beschildert, haben einen Bikepark in der Region und natürlich haben wir dann noch den Ipstal-Radweg, der die ganzen Gemeinden verbindet, so wie die Ipst, der Fluss, da ist da herinnen in Lackenhof der Ursprung mit der Ois und dann den Ipstal-Radweg von Weidhofen nach Lunz, mittlerweile auch mehr als 50.000 Besucher, also auch ein Top-Angebot. Absolut. Wenn man jetzt vor ein bisschen weiter her ist, in der Region nicht so gut auskennt, wie geht man dann das am gescheitersten an? Meldet man sich beim Tourismusverein oder wie macht man es am gescheitersten? Man besucht die Website der Ipstaler Alpen, hat drei Sachen, wohin möchte ich reisen, was möchte ich erleben. Und da schaut man einfach einmal durch und dann meldet man sich bei uns und wir haben dann das passende Angebot dafür. Fein, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herbert Zebenholzer, Geschäftsführer der Ipstaler Alpen. Dankeschön und schönen Vormittag. Und jetzt geht's weiter mit wieder einer Polka, diesmal von Patrick Wendner, Musik ein Elixier, gespielt von den Kronwildkreinen und danach haben wir einen Marsch gespielt von der Trachtenkapelle Lackenhof. Thank you.
Mein Elixier, ach mit und das sind ja, ihr werdet sehen. Mit Freunden feiern, ja, das ist so thank you.
Ja, die Trachtenkapelle Lackenhof, und da würde ich mir jetzt auf der Bühne dann den Herrn Obmann noch wünschen, den Karl Leitner, da kommt er auch schon. Wunderbar. Wir haben jetzt hier noch zwei Musiker, die wir noch ein bisschen vorstellen würden, beziehungsweise zwei Gruppen, eben die Trachtenkapelle Lackenhof und auch die Kronwildkreiner. Da seid ihr schon. Komm du auf meine rechte Seite, dann habe ich an links, an rechts bei mir stehen. Gestern hat also der erste Landesskitag stattgefunden. Wart ihr da im Einsatz? Wir waren voll im Einsatz. Die ganze Mannschaft, alle Musikerinnen und Musiker waren dabei. Und es war wirklich ein wunderschönes, tolles Fest. Es hat geheißen, wir sollen es wieder machen. Das war der Wunsch des Blasmusikverbandes Niederösterreich. Klarer Auftrag, ne? Das ist, und ihr seid bereit dafür? Wir sind immer bereit bei uns. Sehr schön. Was mich fasziniert ist, sind glaube ich noch ein bisschen mehr von gestern. Lackenhof hat gerade mit 250 Einwohnern, ihr habt eine eigene Trachtenkapelle, Musikkapelle, das ist wirklich beachtlich. Stammen eure Musikerinnen und Musiker alle aus Lackenhof? Der Großteil, ich glaube 90% sind aus Lackenhof. Es gibt manche, die kommen von Lunds oder von Gamming, aber Großteil ist aus Lackenhof. Wir sind 32 Musiker und Musikerinnen. Dann haben wir noch 5 Marketender, also 4 Marketender und einen Marketender, ist eine Besonderheit bei uns. Ne? Marketenderinnen und ein Marketender, oder? Ja, ein männlicher Marketender. Genauso haben wir eine weibliche Stabführerin, die uns dieses Jahr die Richtung weist. Und dann haben wir da unten unsere Jungmusikanten, das ist die sogenannte Coole Muse, die wird vom Andreas Jagersberger wird die herangeführt an die Blaskapelle. Und das sind super, 9 junge, steht's auf einmal! Burschen und Mädels, wunderbar. Und die werden vom Herrn Kapellmeister alle unterrichtet? Die werden teilweise vom Kapellmeister und es kommt ein Musiklehrer aus Burgstall rein, der auch unterrichtet. Super, na das finde ich mal echt lässig und das alles hier in Lackenhof. Die Kronwildkreiner sind aus dem Ibstal im Mostviertel, bei mir ist jetzt der Johannes Wagner. Den Namen habt ihr euch eigentlich erst im Vorjahr gegeben. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir haben bis 2018 eigentlich als Ibstal Express gespielt. Das ist uns dann ein wenig am Keks gegangen und dann haben wir gesagt, wir machen einen neuen Namen, bestehend aus 3 Teile. Kron für Kronprinz Rudolf, das ist ein Gasthaus in Ipsitz, wo wir proben. Wild, ein bisschen zur Tracht und auch zur Musik ein wenig, weil wir halt einfach fetzig unterwegs sind, weil uns das taugt und Kreiner natürlich, weil wir Oberkreiner spielen. Warum taugt euch denn die Oberkreiner, muss ich so? Weil es ehrlich ist und weil es einfach immer gut ankommt, das hat man gestern gesehen, ist einfach schön, wenn man so eine alte Musik spielt, eine slowenische Volksmusik eigentlich, und das ist ein Wahnsinn, wie die Leute darauf reagieren. Super. Und euer großes Vorbild ist wahrscheinlich das Slako, ne? Ja, Gott hab ihn selig, Slakohausenig, großes Vorbild natürlich. Sag, ihr habt ja auch den Oberkreiner Award 2016 gewonnen. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Was war das für ein Wettbewerb? Ja, das ist im Endeffekt so eine Veranstaltung, wo verschiedene Gruppen in verschiedene Bereiche spielen. Und wir haben da den Nachwuchspreis in Österreich 2016 gewonnen. Mhm. Fernsehauftritte, so kleinere, hat es auch schon gegeben? Ja, genau. Wir waren in Slowenien auch, im Volkstv sind wir immer wieder zu sehen. Das war im Endeffekt ein kleiner Mitschnitt für gewisse Stücke, die was man jetzt noch auf Volkstv anschauen kann. Alles klar. Sag, Repertoire, spielt ihr ausschließlich Oberkreiner oder andere Sachen an? Ja, wir spielen natürlich hauptsächlich einfach am liebsten die Oberkreiner Musik, aber natürlich gehört einfach moderne Musik auch dazu, einfach Charts und Austropop und so weiter, weil das im Endeffekt auch sehr, sehr gut ankommt und das hat man gestern gesehen, es war gewaltig. Ja, das Zelt, habe ich gehört, war bummvoll, man hat nicht einmal mehr, also umfallen war quasi unmöglich, stimmt? Ja, es war echt gewaltig, unbeschreiblich. Wunderbar, es schreit natürlich auch nach Wiederholung. Wie schaut es denn generell aus? Und nächste Auftritte, größere Projekte? Ja, wir spielen heuer das erste Mal bei der Musikanten-GWM, das ist im April. Da dürfen wir Eröffnung spielen, das freut uns natürlich. Und ich möchte dadurch sagen, nächstes Jahr, 2020, feiern wir ein Jubiläumsfest vom 3. bis 5. Juli. Wird veranstaltet vom Musikverein Ipsitz, gemeinsam mit uns. Da werden wir 10 Jahre alt. Und da gibt es einfach ein Fest mit viel Oberkreiner Musik und würde uns freuen, wenn wir da viele, viele Leute dann sehen. Also, das könnt ihr euch jetzt schon aufschreiben. Wir wiederholen das Datum. Dauert noch, aber wir wiederholen es nochmal. 3. bis 5. Juli 2020. Und wo? In Ipsitz.
Eh nebst es. Also, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Nochmal einen großen Applaus, meine Damen und Herren, für die Trachtenmusikkapelle und auch für die Kronwildgreiner. Meine Güte, die Zeit ist mal wieder gerast. Es ist schon wieder kurz vor 12 am Sonntagmittag. Das war der Radio Niederösterreich Frühschoppen aus dem Skidorf Lackenhof am Ötscher im Mostviertel. Saisonbetrieb noch bis zum kommenden Sonntag. Am Hochkar geht es dann noch bis Sonntag, 7. April. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören jetzt gleich noch die Trachtenkapelle Lackenhof mit dem Ötschermarsch von Friedrich Weber. Ihr ORF-Team heute Vormittag, Übertragungsleiter Herbert Frühwirt, Ton und Technik Stefan Leiner, Günter Hunold und Tobias Karl. Ich bin Birgit Perl. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und auf Wiederschauen. Pfiat euch! Applaus